So entgehen Sie der Sommerhitze. Tipps der Energieberatung der Salzburger AG für Büros. Wir verraten Ihnen, warum Sie unbedingt Ihren Zählerkasten tauschen sollten. Und auch diesmal geht es um die Elektromobilität. Das sind die Themen und somit willkommen beim Salzburger Magazin. Im Sommer, wenn es so richtig heiß ist, heizen sich nicht nur Straßen und Autos auf, sondern natürlich auch unsere Büros. Um hier einen kühlen Kopf zu bewahren, schalten wir jetzt in die Energieberatung der Salzburger AG. Es geht ums richtige Lüften. Fred, wir sind jetzt hier in einem Westbüro, innenhofseitig. Man kann sich natürlich vorstellen, gerade am Nachmittag ist es hier sehr heiß. Wenn du den Nutzern einen Tipp geben könntest, wie soll man hier am besten lüften? Also das Beste ist prinzipiell, wenn die erste Person ins Büro kommt, dass man die Fenster kurz aufmacht. Man kann sie auch kippen und man soll dafür sorgen, dass die warme, angestaute Luft im Raum abtransportiert wird. Es empfiehlt sich auch, dass man die Gangtür öffnet, weil meist sind die Gänge kühler und so kann die Luft besser wegtransportiert werden. Welche verschiedenen Verschattungsmöglichkeiten gibt es denn jetzt in einem Büro? Also man unterscheidet beim Sonnenschutz zwischen einem innenliegenden und einem außenliegenden Sonnenschutz. Der außenliegende wäre zu bevorzugen. Da gibt es zum Beispiel Raftors oder Jalousien. Also die meisten Büros haben Jalousien und da empfiehlt es sich gleich in der Früh am Morgen die Jalousien herunterzulassen und die Lamellen geschlossen zu halten. Das hat den Vorteil, dass wenn es zu einer Wärmeeinstrahlung kommt, beziehungsweise wenn die Sonne ans Fenster knallt, dass sich der Raum nicht zusätzlich erhitzt. Und wie lüftet man jetzt am besten in der Nacht? Ja, in der Nacht ist es am besten, da ist es kühler, wenn man die Fenster öffnet beziehungsweise kippt. Aber da sollte man Sorge tragen, dass man speziell in den unteren Stockwerken, Erdgeschoss und ersten Stock, die Fenster geschlossen hält. Das ist aus Sicherheitsgründen wirklich empfehlenswert. Wenn Sie noch einen alten Zählerkasten bei Ihnen zu Hause haben, dann sollten Sie diesen schon wegen Ihrer eigenen Sicherheit unbedingt tauschen. Im nachfolgenden Beitrag sagen wir Ihnen auch warum. Wenn Ihr Zählerkasten noch so aussieht, dann müssen Sie auf jeden Fall reagieren, denn ein alter Zählerkasten ist ein ernstes Thema und sollte auf keinen Fall auf die leichte Schulter genommen werden. Der Zählerkasten ist das Herzstück eines Hauses. Er sollte dem Stand der Technik und den gültigen Sicherheitsanforderungen entsprechen. Jeder, der mit einem alten Zählerkasten ohne FI-Schalter im Haus lebt, der muss mit einem erhöhten Sicherheitsrisiko rechnen. Wir haben Christina Bürgi in Salzburg-Itzling besucht, die sich nach dem Hauskauf alles erneuern lässt. Uns ist es gesagt worden vom Verkäufer, da haben wir, wie soll man sagen, erste Hinweise bekommen, dass eben die Elektrik nicht ganz am neuesten Standard ist. Und haben dann relativ schnell entschlossen, einfach bevor wir einziehen, das ist auch eine langfristige Entscheidung, so ein Haus zu kaufen, dass wir das jetzt machen, da umzurüsten. Es gibt ein paar so unterschiedliche Stadien von Verteilerkästen. Teilweise sind es nur Holzkästen, dann brauche ich gar nicht überlegen, dann ist er sicher nicht mehr am neuesten Stand. Und teilweise sind es schon Metallverteiler, wo aber nur zum Beispiel der FI-Schutzschalter nicht eingebaut ist. Und auch das ist suboptimal, hier sollte auf jeden Fall gehandelt werden. Doch wer ist im Haus für den Zählerkasten verantwortlich? Die Verantwortung für den ordnungsgemäßen Zustand einer Anlage liegt normalerweise beim Hauseigentümer oder beim Vermieter. Es kann aber auch der Mieter sein. Nach einer ordnungsgemäßen Übergabe ist nämlich der dafür verantwortlich, dass er Mängel beheben lässt. Wenn er das unterlässt, dann können im schlimmsten Fall für ihn strafrechtliche oder zivilrechtliche Konsequenzen folgen, wenn zum Beispiel durch einen Brand eine Person zu Schaden kommt. Und solche Brände kommen immer wieder vor. Jährlich gibt es ca. 7000 Brände in Österreich. Davon sind etwa 1000 auf alte oder mangelhafte elektrische Anlagen zurückzuführen. Dabei kommt es zu mehreren Millionen Euro Sachschaden und im schlimmsten Fall sogar zum Verlust von Menschenleben. All das wäre nicht notwendig oder könnte ganz einfach durch den Einbau von FI-Schutzschaltern oder Überspannungsableitern und den ordentlichen Zustand von elektrischen Anlagen vermieden werden. Wie kann man jetzt allerdings als Otto-Normalverbraucher testen, ob der Zählerkasten noch dem Stand der Technik entspricht? Das Erste, was er auf alle Fälle kontrollieren kann, ist ein FI-Schutzschalter vorhanden. Wenn einer vorhanden ist, dann sollte er die Prüftaste drücken, das zweimal im Jahr. Bei den Überspannungsableitern in den neueren Verteilern, die sind meistens im rechten unteren Teil vom Verteiler eingebaut. Da gibt es meistens so rote, rot-grün Kennzeichnungen, dass der Überspannungsableiter, wenn er innen rot ist, dann ist er defekt und gehört austauscht. Das ist Überspannungsableiter schützt die elektronischen Geräte im Haus.
schlechte Isolierungen, fliegende Klemmen, das sind so Sachen, die man oft sieht, offene Dosendeckel, das kennt der Laie auch. Wenn man das alles beachtet und alle 10 Jahre seinen Zählerkasten und die elektrischen Anlagen einen Check unterzieht, ist man schon mal relativ gut unterwegs. Meine Motivation war in dem Fall einfach das Haus in einen guten Zustand zu bringen. Das ist eine Substanz, die wir langfristig bewohnen wollen und auch dann in einen guten Zustand für den Fall der Fälle irgendwann einmal übergeben könnten. Also jetzt alten Zählerkasten aus Sicherheitsgründen tauschen und vor allem, um sich für die Zukunft fit zu machen. Alle Infos zu den Salzburger G-Elektro-Service-Partnern, also die Elektriker unseres Vertrauens, finden Sie auf unserer Website. Jederzeit erreichbar zu sein, das ist die Aufgabe des Salzburg AG Kundenservice. Egal ob im neuen Kundencenter am Gebirgsjägerplatz 10 oder per Telefon. Wir beraten und unterstützen natürlich rund um die Uhr zu allen Produkten der Salzburg AG. Ein guter Service für den Kunden ist der Salzburg AG besonders wichtig und aus diesem Grund gibt es auch die unterschiedlichsten Möglichkeiten, mit uns in Kontakt zu treten. Einerseits geht das kostenlos über unsere Service-Line, per E-Mail, am Kundenschalter und auch digital über WhatsApp. Wir beraten und unterstützen unsere Kunden zu allen Produkten und Dienstleistungen der Salzburg AG. Das beginnt bei unseren Strom- und Erdgasprodukten, genauso wie Fernwärme, WDS, Wasser, Verkehr mit Obus und Lokalbahn, aber auch zu unseren Telekommunikationsprodukten Kabel-TV, Internet und Telefonie. Die Anrufgründe sind sehr vielfältig, das betrifft zum Beispiel die Anmeldung zusätzlicher Produkte etwa beim Einzug in eine neue Wohnung oder ins Haus. Am besten man meldet sie telefonisch bei unserer kostenlosen Serviceline. Die erfassen dann zum Beispiel einen Einzug und man kann sofort alle Details abklären, wie zum Beispiel auch einen digitalen Rechnungsversand. Ein anderer Themenkomplex ist die Rechnungslegung und Kontenklärung. Gemeinsam versucht das Kundenservice die offenen Fragen zu klären. Auf Kundenwunsch können Rechnungen oder Zahlscheine nochmals nachgesendet werden. Generell empfehlen wir aber, auf SEPA-Lastschriftverfahren bzw. Abbuchungsauftrag umzusteigen. Dort hat der Kunde dann nichts mehr zu tun und die Forderungen werden automatisch im Nachhinein abgebucht. Zusätzlich erhält der Kunde dann auch noch Freitage. Das Kundenservice der Salzburg AG hilft auch bei aktuellen Aktionen und Angeboten weiter. Wie zum Beispiel bei unserer Bindungsaktion oder unserer Produktkombi ZAM. Am besten geht das über unser Kundenportal. Dort kann man sich für die Bindung sowie für ZAM registrieren. Für beides gibt es Freistromtage. Zusätzlich zu ZAM können Sie noch die Salzburg AG Vorteilswelt nutzen. Beides können Sie aber natürlich auch über unser Online-Kundenportal beantragen. Bei vielen Anrufen geht es um die Telekommunikation. Wir beraten dabei gerne unsere Kunden über unsere Internetprodukte. Das beginnt bei unserem Einsteigerprodukt Cable in Kleid bis hin zu unseren Extreme- und Business-Produkten. Seit letztem Jahr können wir sogar ein Zusatzprodukt für Kabel-TV bieten. Das ist HD Extra. HD Extra bietet 14 zusätzliche Kabel-TV-Sender wie zum Beispiel Pro7, RTL, Sat1 oder auch Puls4. Die Infos dazu finden Sie aber auch auf www.salzburg-ag.at. Und weil wir gerade im Internet sind, auch hier können Sie mit uns in Kontakt treten, hier online über das Online-Service. Mit unseren Services sind wir somit rund um die Uhr für den Kunden jederzeit erreichbar, sowohl online als auch persönlich und natürlich gerne am Telefon. Übrigens, wenn Sie uns besuchen wollen, das neue Kundencenter der Salzburg finden Sie am Gebirgsjägerplatz 10 beim Heizkraftwerk Salzburg Mitte. Wir machen jetzt einen Themenwechsel. In 3 Schritten Teil der Energiewende zu werden, ist mit der Salzburger G Sonnendachaktion möglich. Dabei kümmern wir uns um alles inklusive Förderung. Salzburg hat zwar nur in etwa die Hälfte des Sonnenangebots der besten Standorte der Welt, aber Salzburg hat eine saubere Luft und Salzburg hat wenig Nebel, gute Sonnenlagen. Und das Besondere ist, der Strom wird dort erzeugt, wo er gebraucht wird, nämlich direkt in Salzburg. Also keine Leitungsverluste, keine sonstigen Effekte in der Umwelt. Wir bleiben auch gleich bei der Ferienstimmung. Kurz vor den Sommerferien hat sich in Zell am See alles rund um die Elektromobilität gedreht. Auch die Salzburg war bei der IONICA 2019 mit neuen Produkten mit dabei.
Es ist ein Blick in die Zukunft, in eine Zukunft, in der vieles anders sein wird, als wir es heute gewohnt sind. Die Rede ist von der IONICA, Österreichs größtem Mobilitätsevent, das auch heuer wieder in Zell am See Kaprun über die Bühne ging. Ja, es geht um Faszination Mobilität, also nicht nur um die E-Mobilität, sondern wir wollen auch in unseren wissenschaftlichen Forumstagen das Thema Mobilität durchleuchten. Wo geht die Reise hin? Wo ist die Zukunft? Wie schaut es aus? Und an den Besuchertagen wollen wir natürlich Bewusstsein bilden, die Leute einladen, sämtliche verschiedene Exponate der Mobilität testen, dabei zu sein, das Ganze anschauen und einen schönen Familienausflug genießen. An den drei Expo-Tagen gab es für die IONICA-Besucher jede Menge Highlights zu bestaunen. Zu Wasser, zu Land und in der Luft. Ein ganz besonderer Hingucker war dabei definitiv die vollautonom fliegende Passagierdrohne EHang 216. So etwas wie das Taxi der Zukunft. Es ist definitiv ein Zukunftsthema. Fliegen tun wir jetzt schon, nur nicht in Europa. In Asien sind wir bereits in 4 Städten im Echtbetrieb und rechnen in den nächsten 12 bis 24 Monaten mit einem flächendeckenden Rollout. In Europa, damit auch in Österreich, ist es vor allem eine Frage der regulatorischen Standards. Und Regulierung ist wichtig, Regulierung bringt Sicherheit. Eine Prognose ist wahnsinnig schwierig. Wenn ich die EASA, den europäischen Luftfahrtregulator, zitieren darf, dann spricht er von einem Zeitraum bis 2025. Ein zentraler Partner der IONICA war auch heuer wieder die Salzburg AG, die sich um die gesamte Ladeinfrastruktur für Elektroautos sowie die Internetverbindung kümmerte. Der Energie- und Infrastrukturdienstleister war aber auch mit seinem Verkaufsteam vor Ort, um interessierten Besuchern die neuesten Entwicklungen zu präsentieren. Genau, wir haben eine App entwickelt, wo wir den Kunden anbieten, die Ladestationen einzusehen. Welche Ladestationen sind frei? Man kann mit dieser App diese Ladestationen freischalten, man kann den Ladevorgang beenden und man kann seine Rechnungen einsehen und hat die volle Transparenz von dieser App. Wie derartige Ladestationen ausschauen können, auch das konnte man am Stand der Salzburg AG begutachten. Ja, genau, wir haben 2 Ladestationen mitgebracht, 2 Wallboxen, die wir anbieten und wo der Privatkunde, wo der Gewerbekunde als auch die Gemeinde öffentliches Laden anbieten kann. Sie sind sehr kompakt geworden, die Ladestationen. Sie verfügen über Ladeleistung bis zu 22 kW und es ist auch ein Abrechnungssystem, das wir anbieten und es ist auch wirklich einfach von der Handhabung für den Kunden. Wirklich interessante Entwicklungen, die auf der IONICA 2019 großteils auch erlebbar gemacht wurden. Eine kleine Reise in die Zukunft also, die sichtlich Spaß machte. Die Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge bekommen Sie übrigens von der Salzburg AG. Und sollten Sie Zahnproduktkombi-Kunde sein, dann können Sie natürlich unsere Vorteilswelt am Smartphone kostenlos nutzen. Unser Vorteil des Monats, 1+1 Flipflops für Ihren Sommerurlaub, finden Sie direkt in der App. Viele Seiten der Salzburger Lebensqualität haben ihren Ursprung in der Salzburg AG. Wo sauberer Strom fließt und wo Wärme weiterdenkt. Wo Mobilität jedes Ziel erreicht. Wo ein ganzes Land vernetzt ist. Alles für zufriedene Kunden und alles aus einer Hand. Salzburg AG, wo Zukunft ins Leben kommt.